Hallo und herzlich willkommen aus Grobnik. Wir machen für euch einen Dunlop-Reifentest KR106 und KR108 und vorne nochmal den Big Size KR109 in verschiedenen Mischungen von MS1 hinten bis MS3 und vorne MS2 und MS3. Wir testen für euch verschiedene Reifenmischungen für verschiedene Asphalttemperaturen, damit ihr nachher wisst, welchen Reifen ihr wann und wo fahren könnt. Nur für euch machen wir den Test nicht nur auf einem Motorrad, sondern auf Suzuki G6R1000, Yamaha R1 und eine Ducati V4. Also mehr geht, glaube ich, nicht mehr. Drei total verschiedene Motorräder vom Charakter her. Ich glaube, das sagt alles. Ich glaube, zurzeit haben wir so um die 13 Grad Asphalt, nicht Asphalt, ich glaube 20 Grad Asphalttemperatur gemessen mit dem Laser. Lufttemperatur ist so 13 bis 14 Grad. Wenn du einen weichen Compound fährst von anderen Herstellern, kannst du bei der Temperatur schon Probleme bekommen. Wir starten hinten jetzt mit dem MS3 KR108, 270-17 Zoll und vorne einen KR106, also 120-70 noch, die alte Serie eigentlich, in MS2. Wir starten damit jetzt, weil es wahrscheinlich, könnten wir noch eine Nummer härter fahren, um besser der kalten Temperatur entgegenzuwirken. Aber wir haben jetzt hier nicht 8 Grad, es sind immerhin schon 13 bis 14 Grad. Es wird noch ein bisschen wärmer und ich glaube, es ist ein guter Start. Ich habe Heizdecken, sollen angeblich 90 Grad können. Habe ich noch nicht nachgemessen auf die Schnelle. Aber ich sollte bei mindestens 80 Grad Celsius sein, Temperatur, Außentemperatur. Und habe hinten 1,5 Bar, vorne fahre ich 2,4 Bar, was der Dunlop vorschreibt. Weil vorne bei den Temperaturen wahrscheinlich den Reifen ein bisschen kalt werden fahren werde und dann vielleicht noch 60 Grad habe und nicht mehr die 80. Hinten ist kein Problem mit der 1000er, die starke Beschleunigung. Ich kann die Temperatur im Reifen halten, aber vorne wahrscheinlich geht es ein bisschen runter. Also mein erster Eindruck war eigentlich sehr positiv. Ich hatte nur ein klein bisschen Probleme mit dem Shattering in der Vorderrad. Wahrscheinlich nicht gut gebuchtes Hinterrad. So war es früher gewesen. Kann aber auch sein, dass die Felge vielleicht einen Schlag irgendwo mal abbekommen hat von einem Sturz. Man sieht, das Motorrad ist ja nicht das Neueste. Aber im Großen und Ganzen, Grip, Hinterhand war ganz cool. Einlenkverhalten war auch ganz schön. Wie gesagt, das Shattering hat mich sehr beschäftigt und mit den neuen Wuchten jetzt Hinterrad hoffe ich, dass ich es besser in den Griff bekomme und gleich mal eine bessere Aussage oder eine aussagekräftige Aussage treffen kann, was die Reifen wirklich können. Der Luftdruck hatte ich vorne 2,4 eingestellt gehabt, bin reingekommen mit 2,32. Hat mich gewundert, dass ich doch so hoch halten konnte. Ich dachte, es geht weiter runter, war echt gut gewesen. Wohl genug, schnell noch gefahren, hat noch gebremst, hinten war kein Problem, Temperatur und Luftdruck war sogar 0,5 höher gewesen, mit 1,5 rausgefahren, oder mit 0,1 sogar reingekommen, mit 1,6 reingekommen. Haben wir auch korrigiert, sind wir runtergegangen auf 4,5, um das so auszugleichen, dass wir gleich nicht so einen hohen Wert haben. Also ich bin ja mit dem alten Reifen gestartet, der eigentlich von den Zahlen etwas kleiner sein sollte, vom Umfang. Aber ich konnte nichts feststellen, dass es dadurch viel besser turnt oder zu schnell, zu kipplig ist. War eigentlich ziemlich ausbalanciert. Da muss ich den anderen später montieren, dann kann ich genau sagen, ob man da einen Unterschied fühlt, wirklich höher ist oder schlechter Turn, ob wir was an der Gabel verändern müssen von der Höhe. Zurzeit war es ziemlich neutral gewesen. Und wie war der Dunlop? Auf Anhieb Sekunden schneller.
Ehrlich? Ja. Viel mehr Vertrauen ab der ersten Kurve, ein komplettes Vertrauen. Okay. Also man kann, er lenkt top ein, hinten Grip ohne Ende. Perfekt eigentlich, funktioniert super. Jetzt sind wir hinten den MS2 gefahren, vorher den MS3. Temperatur ist zurzeit 28 Grad Asphalttemperatur und definitiv mehr Grip auf der Hinterhand dank dem weicheren Reifen MS2. MS3 ist doch für kühlere Temperaturen. Das ist ihm schon zu warm jetzt und dann fängt er an zu schmieren, in Anführungsstrichen. Der MS2 ist die bessere Wahl. Das Geile ist, du fährst ihn aus, Neuersatzreifen und sofort Vertrauen in die Reifen. Also erste Kurven, zweite Kurven, patsch, das geht, Gas, fertig. Nicht erst eingewöhnen, sondern richtig gleich loslegen. Top Sache. Ja, viel Verkehr draußen, ne? Ja, echt sehr viel Verkehr. Viele Leute, okay, vielleicht gehören wir zu den Schnellen, dann ist der Gap nach oben natürlich da. Weil ich bin auch viele aufgelaufen und auch Riesengruppen, die bestimmt pauschal 6 Sekunden langsamer waren. Und dadurch waren die Reifen jetzt auch ein bisschen kühler beim Reinkommen. Ja, das merkst du dann sofort, ne? Die Speed nicht fahren konnte. Ja. Immer wieder warten und überholen an ein paar Stellen. Da fehlt mir auch ein bisschen die Kohonis, da einzustechen. Ja. Nachher Shepherds ist nicht wert. Ja. Sonst war ich ganz cool, Grip, so wenn ich rausziehe. Ich habe keinen Rutscher bis jetzt gehabt. Da habe ich ein ganz gutes Gefühl. Vorne auch reinbremsen ist super. Aber immer noch ein klein bisschen Zittern in der Vorderhand. Chattering. Da habe ich immer noch Respekt. Hast du das Chattering, wenn du noch auf der Bremse bist oder wenn du das Bremse loslässt? Immer wenn ich Bremse loslasse, in der Rollphase, wenn ich gerade dann recht tief gehen will, mit dem Körper, mit dem Motorrad, dann fängt er zu chattern. Sobald ich Bremse oder Gas habe, dann immer nur, wenn ich Bremse auf und will, den Bogen machen. Aber immer. Was wir mal machen könnten, ist, dass du vielleicht die Druckstufe ein bisschen aufmachst. Dafür aber die Zugstufe ein bisschen zu, damit vielleicht diese Schwingung so ein bisschen abgefangen wird. Weißt du, wie ich meine? Ja. Mal einfach testen, weil verlieren können wir nichts. Wäre mal interessant, aber ich weiß ja, dass du das mit der Yamaha schon öfter hattest, dieses Chattering. Ne? Ja. Also ich weiß aus Erfahrung, dass oft hinten nicht gut gewuchtet und wir haben einfach sehr viel Leistung mit der Rad. Und wenn die bei Montage ein bisschen Fett oder irgendwas nehmen, dreht sich kann sein, dass der Rad nicht hier verdreht ein bisschen. Das ist wesentlich besser als vorher, gar keine Frage. Aber ich habe echt. Ja. Ich glaube den Mut, gar keine Frage. Ja. Ich will nicht maximal schräg rein, mach die Kappe. Ja, komm, ich lass mal. Ja. Dann verliere ich die Linie, ja. Dann komme ich dahin, wo ich hin will, innen und dann stehe ich für die nächsten ein bisschen schlecht. Ja. Und das summiert sich dann so ein bisschen. Ja. Aber ich denke jetzt, deine Mischungen, die du jetzt hast, sind für diese Bedingungen eigentlich okay, Reifen, oder? Obwohl das jetzt ein Zweier ist, ne? Da ist jetzt nicht viel gelaufen, aber sieht ja aus wie geleckt. Das ist ja ein Träumchen. Das ist ein Reifenbild, davon träumt ja jeder in der EDM. Ne, das ist schon nicht schlecht, vor allem für einen Zweier jetzt, der ja doch schon ein bisschen weicher ist. Ne? Es ist nicht so warm. Ich habe vorher mal gemessen, wir haben 28 Grad Asphalt gehabt, aber das wechselt sehr stark, weil wenn die Sonne rauskommt, haben wir gleich 28 und dann ist die Sonne wieder mal 20 Minuten weg und dann zack, bumm, ist er wieder unten auf 20. Also wir haben sehr starke Temperaturschwankungen und auch Wind. Es ist sehr. Es ist nicht die perfekten Bedingungen, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Aber ich, aus alter Erfahrung, als ich ja früher viel Dunlop gefahren bin, habe ich mit Dunlop eigentlich nie Stress gehabt. Außer du hast einen Nuller oder Einser. Aber ab 2, da muss es sein, also aus spanischen Wälzen. 6 Grad, Lufttemperatur 8 Grad, Tito Rabatt. Der ist gefahren bei den Temperaturen morgens vor unseren Turns. Da war es noch feucht. Ist vielleicht eine halbe Sekunde unter deinem eigenen Bestzeit gefahren. Der fährt schnell genug, hält die Temperatur den Reifen und dann gibt es keinen Stress. Du musst die Temperatur halten können. Aber das ist die Kunst, weil du hast halt im Kopf das Gefühl von, Alter, es ist kalt. Und dann denkst du, ja, machst du mal gemütlich. Und genau das ist das Problem, weil dann kühlt der Reifen ab. Und wenn du dann anfängst zu ziehen, fällst du auf die Fresse, weil der Reifen kalt ist. Deswegen ist es tatsächlich so, von Anfang an raus und Feuer frei. Hammer fallen lassen ist echt schwierig. Ich bringe das auch in den Kopf nicht ganz rein. Aber gut, jetzt würde ich mal sagen, wir zählen jetzt mal die Runden so ein bisschen mit. Schauen wir mal, was die Reifen da können in der Distanz. Aber Mischung wechseln macht jetzt bei den Bedingungen überhaupt keinen Sinn. Aber das mit der Zugstufe, mit der Druckstufe probieren wir mal und schauen wir mal deinen Chattering in den Griff. Ja.
Ja, gestern schon gefahren mit der Suki. Da war es keine 28 Grad Asphalttemperatur wie heute. Da hatten wir gerade mal so um die 20 bis 19 Grad, weil es sehr bewölkt war. Es war sehr gut mit dem MS3 hinten, vom Grip-Level. Kombination auch super, Motorrad lenkt toll ein, auf der Bremse super stabil. Man kann extrem lang reinbremsen, hat überhaupt keinen Aufstellmoment, Vorderreifen, übertrieben gesagt vielleicht, aber ist ein Traum. Ich bin schon lange nicht mehr so einen schönen Reifen gefahren. Heute mit der warmen Temperatur, 28 Grad Asphalttemperatur, nachdem der Reifen so ungefähr 15 Runden gelaufen ist, merke ich hinten schon, dass es einen Stress kriegt, wenn ich Gas sehr früh anlegen möchte, dass er kurz den Schlupf sucht, ja, und einen leichten Rutscher verursacht. Leicht kontrollierbar, aber nicht, was er gestern in den ersten Turns gemacht hat. Ob es an den Runden schon liegt, finde ich ein bisschen früh, 15 Runden vielleicht, oder an der Temperatur, das kann ich natürlich noch nicht genau sagen. Ich werde auf jeden Fall den Reifen noch mal einen Turn fahren und dann heute Nachmittag noch ein MS2 probieren, um die Temperatur entgegenzukommen. Der ist ja mehr für wärmere Temperaturen schon oder fürs Mittelfeld und nicht für Kalttemperaturen. Und ich glaube schon, dass das ein Faktor ist, um mehr Sicherheit zu kriegen und keine Rutsche mehr zu produzieren. Und gucken, wie lange der, ob der auch nach 50, 60 Runden anfängt zu rutschen oder nicht, das kann man dann rausfinden. Ich kann das nicht so stehgreif sagen, das liegt an den Runden, die ich gefahren bin, weil 15 sind ja nicht gerade viel. Klar hat jeder Reifen einen Drop nach 5, 6 Runden, aber der Drop fand ich jetzt schon ein bisschen groß. Und der kam auch später, was ich sonst nicht gewohnt bin. Ja, gestern hatte ich ja heute Morgen habe ich das Federbein um 1 mm angehoben hinten, um ein bisschen besseres Turning zu bekommen, wenn ich auf Stützgas gehe in den Kurven, weil sie gestern mich rausgetragen hat. Und es ist ein bisschen besser, aber es ist die Frage, wie viel Stützgas ich gebe. Sie drückten immer noch ein klein bisschen nach außen, aber ich glaube, es liegt mehr so an mir, als statt jetzt an der Geometrie, da ich einfach zu stark ans Gas gebe. Das Motorrad federt halt nun mal aus und dann geht es ein bisschen weit. Oder auch das Vertrauen in der vielen Schräglage, dass ich vielleicht ans Gas gehe und sofort sage, ja, lass sie los, lass sie es aufstellen, damit sie Grip. Und dann natürlich, wenn ich das Motorrad hochgehen lasse, dann geht es einen langen Weg. Die Schräglage nicht einhalten. Ne? Das ist vielleicht mit dem nächsten Reifen wieder neues Vertrauen und dann werden wir sehen, wie es sich dann anfühlt. Es war eben auf jeden Fall ein Ticken besser, weil ich auch dachte, okay, man ändert das Motorrad und hat irgendwie ein anderes Bewusstsein. Und dann versucht man was und fährt vielleicht auch ein bisschen anders, mit mehr Vertrauen. Und sie hat die ersten Trauen ganz gut die Linie gehalten, trotz Schützgas. Und nachher kam das Gleiche wieder, wo ein bisschen die Kraft ausging, Konzentration. Vielleicht liegt es auch an mir, das muss ich jetzt nochmal erörtern. Der Unterschied mit dem Luftdruck hinten ist eigentlich wie gestern durch die so viel Leistung des Motorrads. Ich komme immer mit etwas, mit 0,1 mehr wieder rein. Durch den vielen Vortrieb, der Reifen hat so viel Slip, dass er sich so stark aufheizt. Und vorne verliere ich immer noch ein klein bisschen, auch 0,5 bis 0,8. Kommt drauf an, je nachdem, wie schnell ich schaffe es zu messen, wie lang bin ich gefahren. Auch wenn wir messen mit dem Temperaturmessgerät, die letzten Kurven sind rechts. Dass er da locker 8 Grad mehr hat auf den Flanken, anstatt auf der linken Seite, auf der rechten Seite, gegenüberliegenden Seite auf jeden Fall, dass sie da 10 Grad kälter sind, die Flanken. Das merkst du sofort. Ja. Die letzten Kurven waren Temperatur 10 Grad Unterschied. Nee, auf jeden Fall werde ich heute nochmal ein MS2 hinten reinstecken, um direkt einen Vergleich auch zu haben von der Performance mit der hohen Temperatur. Meine Sonne strahlt gerade richtig stark runter, fühlt sich gut an. Und ich glaube, der MS2 ist da wirklich die bessere Wahl. Der 3er ist halt dafür, wenn es wirklich kalt ist. Ab 10 Grad funktioniert er und wir sind weit, weit weg von 10 Grad. Lufttemperatur, jetzt gerade in der Sonne fühlt sich an, als hätten wir 20. In Wirklichkeit haben wir wahrscheinlich 16 oder 18, aber wir stehen hier gerade in der Sonne, windgeschützt und es ist super, super warm momentan. Vom Gefühl her ist kein Hochsommer, da ist der MS2 besser aufgehoben, auf jeden Fall. So, nach dem schönen Rennen, 14 Runden, ziemlich kaputt. Mal erzählen, was ich überhaupt gefahren bin für Reifen. Hinten einen MS2, der ungefähr jetzt 30 Runden drauf hat. Er war nicht mehr neu, den bin ich vorher schon gefahren. Luftdruck 1,42, weil ich immer über die Hitze hochkomme auf 1,5. Vorne auch Dunlop KR 109, Big Size MS2.
Die Reifen haben mich zu meiner neuen Bestzeit von 1,30 verleitet. Danke, Reifen. Also der größte Unterschied, was ich gemerkt habe, wo ich das erste Mal den Dunlop gefahren bin, ist beim Bremsen. Das Einlenkverhalten von dem Reifen, das ist phänomenal. Das Moped geht so leicht in Kurven, wenn man auf der Bremse ist, habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, muss ich ganz klar sagen. Also in maximaler Schräglage ist der Reifen, man hat unheimlich Vertrauen in den Reifen. Schon nach ganz kurzer Zeit fühlt man sich sicher und auch in maximaler Schräglage passiert nichts. Also der, selbst wo es ein bisschen holprig ist, der weicht nicht aus, der macht gar nichts. Also der läuft wie auf Schienen, muss man sagen. Also das Hinterrad beim Rausbeschleunigen ist stabil, das läuft total stabil. Das hat keinerlei, also ich habe keinen Rutscher, kein nichts gemerkt. Und wie gesagt, wie wenn man auf Schienen fährt, genau das Gleiche. Das ist phänomenal. Also ich bin jetzt in die 1,35er Zeiten reingefahren. Ich bin heute eine halbe Sekunden schneller gefahren, wie meine persönliche Bestzeit bis jetzt war in Rijeka. Und das, sage ich mal, liegt am Reifen. Da wir ja zwei verschiedene Mischungen gefahren sind vom Hinterradreifen, einmal ein MS2 und einmal ein MS3. Der MS3 fing ja bei wärmeren Temperaturen an, ein bisschen wenig zu schmieren. Ist immer nur in maximaler Schräglage, wenn du das Gas anlegst, kommt ein leichter Slide, der sofort wie auf Grip übergreift, den du mit dem MS2 nicht hattest bei den Temperaturen. Die Transparenz vom Hinterradreifen, wenn der Rutscher startet, ist sehr smooth, ist jetzt nicht unkontrollierbar oder High-Side-Ansatz, einfach ein ganz kurzer Versatz und dann kommt schon wieder Grip. Es war also kein Problem mit dem Reifen, das zu handeln, aber im Großen und Ganzen ist es immer noch temperaturabhängig, welchen Reifen du fahren musst. 3, wenn es kälter ist und 2, wenn es wärmer wird. Oder sogar MS1 und MS0, wenn es richtig heiß ist. Das sind doch die richtigen Rennreifen. Ich glaube, ab MS2 kann man sagen, Rennreifen, MS1 und MS0. Der 3er ist einfach ein Arounder, der eigentlich bei vielen Sachen geht, aber nicht um eine Spitzenzeit zu fahren.